Frühling, die Sonne scheint, die Gefühle sprießen. Also wer will da die Zeit schon gerne alleine verbringen? Perfekte Voraussetzung also, um die Frau oder den Mann fürs Leben zu finden. Warum dann auch nicht im Internet? Ist im Prinzip ganz einfach, ne? Anzeige schalten, die Antworten abwarten und dann Kontakt aufnehmen. Das Angebot ist ja mittlerweile riesig, denn es gibt zig Online-Partner-Vermittlungsagenturen. Wir haben zwei Frauen begleitet, die auch geglaubt haben, dass sie im Internet ihre ganz, ganz große Liebe finden. Doch stattdessen wurden sie betrogen. Ich finde das alles sehr seltsam. Dümmer geht's gar nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass mir sowas passiert. Das war wirklich zum Teil so psychomäßig. Ich fühle mich da regelrecht verarscht jetzt. Dabei fing zunächst alles ganz harmlos an. In einem Partnerschaftsportal lernt die 48-jährige Angelika den Engländer Benjamin Brown kennen. Der angeblich im Irak stationierte britische Soldat trifft bei ihr den richtigen Nerv. Die Mails von meinem Engländer, also sie schmeicheln immer, er schreibt immer sehr liebevoll und also man hat so richtig das Gefühl, als wenn man den schon ewig lang kennt. Angelika ist das ideale Opfer für Internetbetrüger, denn sie lebt mit Tochter Alina schon sehr lange alleine und ist einsam. Also Benjamin hat ihm eine sehr schöne Mail geschrieben, dass er meinen Hund mag, dass er meine Katzen mag. Er schreibt auch, dass ich seine Liebe bin. Also ist so eine richtig schöne, schöne, nette Mail. Also geht schon richtig, richtig ans Herz. Auch die 38-jährige Sibylle hat sich bei einem Partnerschaftsportal angemeldet. Dort trifft sie auf Ben Ames, einen amerikanischen Geschäftsmann. Er ist wirklich auf alles, auf die Hobbys und genau das eingegangen. Er ist auch gerne geritten und habe ich noch gedacht, also ein Mann, der gerne reitet, also sehr selten der Fall, ja. Auch bei Sibylle werden die richtigen Knöpfe gedrückt. Er war Witwer und hatte schon eine große Tochter und wollte unbedingt noch mal Kinder. Da war ich natürlich super aufnahmefähig für. Es folgen monatelange Korrespondenzen und zig Telefonate. Sibylle verlobt sich mit ihm, obwohl sie den Mann nur vom Foto her kennt. Sie plant eine wunderschöne Hochzeit. Den Flug hat er bereits gebucht. Bei ihren Vorbereitungen kauft sie sogar schon Eheringe. Angelika geht es nicht anders. Ihr Benjamin schreibt, sie ist die Liebe seines Lebens. Also es ist schon so, wenn ich die Mails von ihm aufmache, da habe ich schon so ein Kribbeln im Bauch. Wenn ich die Komplimente lese, ist natürlich schon so, das geht so richtig runter wie Öl. Das ist wirklich also richtiges Balsam für die Seele. Und genau das ist die Masche. Die Betrüger warten, bis die Frauen richtig verliebt sind. Ein Spiel mit Gefühlen. Aber dann gibt's Probleme. Also ich habe hier eine Mail gekriegt von meinem Engländer, die ist total komisch. Er schreibt hier, dass er mir ein Paket schicken möchte und dass das Paket enthält eine Summe Geld, Medaille, wertvolle Steine wie Gold und Diamanten. Ich brauche ein paar Informationen über dich, um das Paket zu dir schicken zu können, wie zum Beispiel Adresse, Telefonnummer, Reisepassnummer sowie den nächstgelegenen Flughafen. Angelika ist verunsichert, aber ihre Zuneigung ist zu groß, als dass sie misstrauisch wird. Auch bei Sibylle hat der Geschäftsmann aus Amerika auf seiner Reise in Afrika Probleme. Auf dem Weg nach Deutschland passiert ihm ein Unglück. Dann saß er in Nigeria und hat dann plötzlich am Zoll seine Visakarte hat nicht mehr funktioniert. Also, und ohne mein Geld muss er in Nigeria bleiben. Sibylle ist verunsichert. Sie will eine Kopie von seinem amerikanischen Pass. Und diese bekommt sie per E-Mail. Ich habe einen Kollegen in der Firma gefragt, der selbst US-Amerikaner ist. Der hat diesen Pass geprüft. Oder das war ja nur ein Bild, ein eingescanntes. Er hat gesagt, das ist ein echter Pass, also da ist alles korrekt. Sibylle ist erleichtert und fährt sofort zur Bank. Ich bin dann wirklich an diesem Tag, und ich sage so, dann überweise ich halt 300 Euro. Und dann hat der Mann in dieser Moneybank hat noch gesagt, kennen Sie den? Ich so, nee, eigentlich nicht. Er so, und Sie sind sicher, dass Sie da Geld überweisen? Und ich so, ja, ja, ich bin da sicher. Und er so, ja, aber es kann auch ein Betrüger sein. Ich so, ja, das glaube ich aber nicht. Das Geld ist überwiesen und ihr Verlobter ist bald für immer bei ihr. Die Mails von Angelikas Engländer werden immer widersprüchlicher. Mal ist der Wohnsitz London, dann wieder USA. Wenn sie nachfragt, redet er sich heraus. Wenn ich die Mail von dem Engländer lese, habe ich schon ein mulmiges Gefühl. Kriege ich auch so ein bisschen Angst. Ich habe also auch Angst, dass er vielleicht über die E-Mail-Adresse meine richtige Adresse rausbekommt, dass er vielleicht irgendwann mal hier vor der Tür steht.
Angelikas Internetbetrüger merkt, dass sie skeptisch wird. Hier hilft er mit einem Heiratsantrag nach. Viele Frauen fallen darauf rein und erkennen die billige Fotomontage nicht. Nee, ich glaube, also hier ist jetzt Ende und ich glaube, das muss man jetzt irgendwie, da muss man mal was machen. Auch bei Sibylle ist die Freude verflogen. Ihr Verlobter fordert immer mehr Geld. So richtig bewusst war es mir, weil er dann, er kriegt die Ware immer noch nicht, es fehlen noch 3000 Euro oder Dollar oder, und ich dann so, und jetzt reicht's. Also, und dann war es mir klar, hier stimmt gar nichts. Sibylle ist wütend. Im Internet findet sie ein Forum für geprellte Frauen mit dem Namen Scambaiter. Auf diesen Seiten können sich die Frauen austauschen und somit ihr Leid besser verarbeiten. Mein netter Mensch, den habe ich dann da den Namen eingegeben, habe das wirklich gefunden. Jetzt weiß Sibylle, dass die Fotos, die sie bekommen hat, geklaute Agenturbilder sind und mehrere Frauen den gleichen Verlobten haben. Sie alle sind Opfer der sogenannten Nigeria-Connection. Dahinter stecken Betrüger in Afrika, die die große Liebe versprechen und den ahnungslosen Frauen das Geld aus der Tasche ziehen. Das war es richtig, das war wie wenn mich einer beschmutzt hätte. Das war allein dieses Widerliche, jemanden so zu belügen. Aber auf sowas kommst du ja vorher nicht. Du denkst doch, es passiert jedem anderen, aber nicht dir selbst. Der Traum von Sibylles großer Liebe ist geplatzt. Angelika mag immer noch nicht glauben, dass sie reingelegt worden ist. Sie geht zur Polizei. Die Polizistin hat mir bestätigt, dass mein Engländer aus dem Internet ein Trickbetrüger ist. Der Trost, die Betrüger sitzen weit weg in Afrika oder Russland und werden Angelika ganz sicher nicht aufsuchen. Angelika hat zum Glück kein Geld verloren, nur ihr Herz. Und das tut höllisch weh. Ja, auch im Internet gilt, man muss schon aufpassen, was die Partnersuche angeht. Es gibt aber durchaus positive Beispiele. Auf unserer Facebook-Seite, da hat uns Katja geschrieben, sie hat ihren Freund vor anderthalb Jahren kennengelernt und beide wollen demnächst zusammenziehen. Und noch besser ist es bei Susi. Sie schreibt, sie hat ihren Mann vor 11 Jahren im Chat kennengelernt. Vor 10 Jahren haben sie dann geheiratet und mittlerweile haben die beiden 2 Kinder. Also, 2 Beispiele, die zeigen, dass man durchaus im Internet den Partner fürs Leben kennenlernen kann. Aber wir wollen sie natürlich warnen, beziehungsweise ihnen helfen, damit ihnen das nicht passiert, damit sie nicht betrogen werden. Und was sie da am besten machen, das zeigen wir ihnen jetzt. Von der großen Liebe träumen alle, die auf Partnersuche sind. Unzählige Singles durchstöbern das Internet, um endlich den Partner fürs Leben zu finden. Doch bei der Online-Suche nach dem Traumprinzen sollten sie einiges beachten. Am allerwichtigsten bei der Partnersuche im Internet ist der Schutz ihrer Identität. Denken Sie sich schon bei der Registrierung auf den Partnerbörsen ein passendes Pseudonym aus. Verraten Sie beim Flirten nicht Ihren richtigen Namen, Telefonnummer oder Adresse. Und legen Sie sich eine E-Mail zu, die Sie nur fürs Online-Dating nutzen. Denn nur wenn Sie Ihre Daten konsequent schützen, machen Sie Betrügern das Leben schwer. Aber Sie wollen ja nicht nur Kriminellen ein Schnippchen schlagen, sondern auch ehrliche Interessenten anlocken. Ganz wichtig ist ein schönes Foto für Ihr Internetprofil. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anbeißt. Das Foto sollte natürlich aktuell sein. Beschreiben Sie sich positiv, aber bleiben Sie immer bei der Wahrheit. Also nicht schummeln bei Angaben über Alter, Größe oder Gewicht. Der erste E-Mail-Kontakt mit einem Interessenten. Hier stellen Sie am besten viele freundliche, aber konkrete Fragen. Testen Sie: Verwickelt Ihr Flirtpartner sich in Widersprüche? Behauptet er andauernd, er sei der Größte? Dann haken Sie nach. Lassen Sie sich weitere Details berichten. Wenn es dann zum ersten Telefonat kommt, schalten Sie am besten die Rufnummerübermittlung am Telefon aus. Alternative? Ein Prepaid-Handy nur fürs Online-Dating besorgen. Nutzen Sie das Gespräch bewusst, um den anderen besser kennenzulernen. Und du wohnst da allein, oder? Ach so, die wohnt. Ah, okay, ich dachte, ach so, ich hatte erst gedacht, du wohnst noch bei deinen Eltern. Vor dem ersten Date weihen Sie Ihre Freundin ein. Erzählen Sie ihr, wann und wo Sie den Internetbekannten treffen. Ich weiß Bescheid. Als Treffpunkt mit Fremden viel zu riskant sind Privatwohnungen und andere Orte, an denen man alleine ist. Das Auto eines Unbekannten gehört natürlich auch dazu.
Perfekt für das erste Date, ein Kaffee. Nach einem Cappuccino kann man sich im Zweifel schnell verdrücken. Das wäre bei einem Drei-Gänge-Menü im Restaurant schwieriger. So sympathisch war er am Telefon. Doch ein persönliches Treffen läuft eben manchmal ganz anders. Die Chemie stimmt gar nicht und er wird sogar aufdringlich. Gut, wenn Ihre Freundin zu einer vorher vereinbarten Zeit durchruft. Geben Sie ihr ein Zeichen mit einem abgesprochenen Codesatz. Ja, ich kann leider nicht ins Kino. Okay. Das heißt für die Freundin, sie kommt jetzt wie zufällig vorbei. Denn zu zweit befreien sie sich aus einer unangenehmen Situation viel besser. Und wenn es gut läuft? Dann gibt man der Freundin Entwarnung. Ja, alles gut. Du, ich kann jetzt gerade nicht. Können wir vielleicht später nochmal telefonieren? Das Date ist ein voller Erfolg. Glückwunsch. Doch auch jetzt sollten Sie nicht alles über sich verraten. Halten Sie etwa Ihren Arbeitgeber, Ihren Nachnamen und Ihre Adresse noch geheim. Warten Sie, bis ein wirkliches Vertrauensverhältnis da ist. Ein ernsthafter Interessent wird Ihre Vorsicht verstehen. Soll ich dich vielleicht noch ein Stück mitnehmen? Nee, ich muss nachher noch bei einer Freundin vorbei. Ja, alles klar. Okay. Tschüss, mach's gut, ciao. Ne? Ciao. Tschüss. Das alles dient nicht nur Ihrer Sicherheit. Wenn Sie sich ein wenig bedeckt halten, kann Sie das auch interessanter machen. Und vielleicht wird aus dem Online-Date dann schon bald eine wirkliche Liebesgeschichte. Ja,